Sein Parteichef Christian Dörschauer nannte ihn Politprofi und Rampensau. Herzlich willkommen, Lars Harms vom SSW. Moin Moin. Was müssen wir über Sie wissen? Meine Güte, ein ganz großer Fußballfan, selber auch jahrelang Fußball gespielt hier Welcher in Husum. Verein? Selbstverständlich der HSV. Ich weiß natürlich, dass das bei meinem Interviewpartner dann nicht auf fruchtbaren Boden fällt, weil ich habe ja seinen Twitter-Account mir schon mal angeguckt. Aber das ist dann eben so. Nein, aber ansonsten 57 Jahre, 6 Kinder, wohnhaft und aufgewachsen und geboren in Husum. Ja, ansonsten interessiere ich mich sehr für Reisen. Ich bin natürlich auch politisch interessiert, aber das ist ja normal für Politiker. Und ich esse gerne. Ja, esse und zwar alles, sowohl einheimische Küche wie auch exotische Sachen. Lieblingsessen also, aus der heimischen Küche? Sauerfleisch mit Bratkartoffeln, gefolgt von gebratene Leber mit ausgebratenen Zwiebeln und Petersiliensoße. Und darauf wiederum folgt Grünkohl, wobei Grünkohl für Politiker immer so eine Sache ist. Jetzt habe ich da richtig Bock drauf. Aber im Normalfall ist es immer so, dass um diese Jahreszeit zwischen Februar und April es häufig Einladung zum Grünkohlessen gibt. Und dann hat man irgendwann so gegen Ende März, Anfang April wirklich die Nase voll. Aber zurzeit habe ich da noch richtig Lust drauf. Also Grünkohl satt für Politiker. Richtig, genau. Dann starten wir jetzt mit so ein paar Entweder-Oder-Fragen und ein paar Schnellfragen, wo Sie einfach direkt was in den Kopf kommt, einfach antworten. Fangen wir an. Kiel oder Lübeck oder Husum? Husum. Die Frage ein bisschen angepasst. THW Kiel, Holstein Kiel oder doch die SG Flensburg-Handewitt? THW Kiel. Was ist Ihr Guilty Pleasure? Was für ein Ding? Ihr Guilty Pleasure, also etwas, so ein bisschen, also Sie hören Schlager oder Thomas Rosse Müller hat gesagt, er spielt gern Seder. Ich bin ja eben etwas ältere Generation mit meinen 57 Lenzen. Was ist denn, was mag ich denn, was schräg ist? Das ist eine gute Frage. Da fällt mir jetzt gar nicht so ein, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich fahre viel Fahrrad, auch bei miesem Wetter. Ich bin da ziemlich schräg drauf. Also auch wenn es regnet, stürmt und Gegenwind, fahre ich trotzdem Fahrrad. Also im norddeutschen Wetter einfach perfekt gewachsen. Was ist Ihr Lieblingsort in Schleswig-Holstein? Wo fühlen Sie sich am meisten wohl? Also alles, was irgendwie mit Wasser zu tun hat, finde ich immer ganz, ganz toll. Also ob das nun hier bei mir in Husum ist oder auch an der Ostseeküste oder auch irgendwie ein Binnensee, ein Fluss. Die Eider zum Beispiel ist auch sehr schön, wenn man da entlang läuft. Also da gibt es viele schöne Ecken in Schleswig-Holstein und alles, was irgendwie ein bisschen nach Wasser riecht, da bin ich dabei. Ostsee oder Nordsee? Natürlich Nordsee, ich komme aus Husum. Ja, mussten jetzt auch sagen. Ja, ich rede ja auch vom Meer dann in dem Moment, währenddessen die Ostsee ja eher ein Binnensee. Kann man sich auch drüber streiten. An meinem ersten Tag als Ministerpräsident würde ich... Oh, ich will kein Ministerpräsident werden, definitiv nicht, deswegen würde ich auch gar nichts, aber ich würde gerne natürlich gute Politik machen und wer auch immer Ministerpräsident ist, mit dem möchte ich gerne zusammenarbeiten und ich würde mich freuen, wenn ein solcher Mensch dann auch tatsächlich jemand wäre, der bereit wäre, egal ob man regiert oder Opposition ist, auch Zusammenarbeit zu machen. Wer wäre dein Lieblingskoalitionspartner? Für mich gibt es nur einen Liebling und das ist der SSW. Warum sollte ich, ist meine erste Wahl jetzt, warum sollte ich jetzt erst wieder den SSW wählen? Weil der SSW darauf achtet, dass es für junge Menschen grundsätzlich alles frei zugänglich ist. Und mit frei zugänglich meine ich nicht nur, dass man irgendwo rankommen kann, sondern dass es auch kostenlos ist. Also wenn wir mal Bildung angucken, da geht es um alle die Nebenkosten, die so immer mal irgendwie auftauchen, Lernmittel, Computer, die man eigentlich für einen digitalen Unterricht ja braucht und das muss kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Solche Dinge, die sind uns wichtig, genauso wie ein elternunabhängiges BAföG für junge Leute, damit junge Leute so wie in Dänemark ab 18 eigene, freie, eigenständige Persönlichkeiten sind. Also man darf sich im Krieg totschießen lassen mit 18 und ich finde, dann sollte man auch mit 18 das Recht haben, auch eben sein eigenes Geld zu haben. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, sind junge Leute gut beraten, Parteien wie den SSW zu wählen, die eben genau darauf achten, dass sie überhaupt einen guten Start ins Leben haben können. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch ganz wichtig zu erwähnen,
dass wir auch uns sehr dafür einsetzen, dass wir erneuerbare Energien bekommen, dass wir überhaupt diesen Klimawandel auf die Reihe kriegen. Weil das ist eine mega Frage, die immer noch von einigen geleugnet wird oder wo man nicht so viel tun will. Aber ich glaube, da muss man mehr tun, als bisher immer gesagt wird, damit wir überhaupt alle als Menschheit eine Chance haben. Und das betrifft natürlich insbesondere junge Leute, die sind irgendwann in 40 Jahren mal so weit, dass sie sich dann nicht mehr wehren können. Und wir haben heute die Verantwortung, dass das eben auf gar keinen Fall passiert. Sie haben mir gerade schon die perfekte Überleitung gegeben. Dann sliden wir direkt mal über in die 5 großen Themenbereiche. Thema Digitalisierung. Was ist Ihnen da besonders wichtig? Besonders wichtig ist für mich, dass Menschen, die in Schleswig-Holstein leben, sämtliche staatlichen Leistungen, die sie bekommen, auch digital bekommen können. Also, dass man nicht mehr, wenn man sich ummeldet, zum Rathaus latschen muss. Dass man nicht mehr, wenn man sein Auto neu anmeldet, zum Kreis laufen muss. Dass man einen neuen Pass digital beantragen kann. Dass man sein Kindergeld digital beantragen kann. Dass man alles, was irgendwie ist, digital machen kann. Da ist mein Vorbild natürlich Dänemark. Dort ist das so. Und das führt einfach dazu, dass das Leben viel bequemer, viel einfacher ist, viel entspannter ist. Wichtig dabei ist natürlich auch, dass die ältere Generation mitgedacht wird. Es gibt viele, die dann mit diesen digitalen Dingen dann nicht mehr umgehen können. Die müssen natürlich weiter einen analogen Zugang haben. Aber trotzdem, alles, was es irgendwie gibt, digital machen zu können, ist erstmal das eine, was wichtig ist. Und das zweite ist, dass auch Bildung viel, viel digitaler wird, weil man in der Bildung eigentlich immer darauf achten muss, dass Menschen lernen, mit den digitalen Medien umzugehen. Das ist unheimlich schwierig und das ist auch kein Vorwurf gegenüber der jungen Generation, sondern das ist eine Flut von Informationen, die man zu hinterfragen hat. Und da muss man schon lernen, wie man das machen kann. Und ich glaube auch, aber mit der Flut dieser Informationen kann man auch viel anfangen. Man kann auch viel Wissen vermitteln und man kann auch mit Spaß Wissen vermitteln. Man kann mit Filmen, mit Videos Wissen vermitteln. Alles anders als noch zu meiner Zeit, als ich zur Schule gegangen bin. Und diese Chancen auch zu nutzen, aber die Risiken nicht zu vernachlässigen, das, glaube ich, ist die große Herausforderung. Dann sliden wir direkt rüber zur Digitalisierung in Schulen, so ein bisschen zur Bildungspolitik. Wie weit bedeutet Digitalisierung in Schulen eine Rolle spielen? Also haben wir irgendwann eine Lehrkraft, die ein Roboter ist? Oder was erwarten uns in der Zukunft? Und wie soll es aussehen? Ich glaube nicht, dass eine Lehrkraft ein Roboter sein wird. Das glaube ich nicht. Aber die Chance, die wir haben, ist doch die Digitalisierung sowohl für die, ich nenne sie jetzt mal allgemeine Bildung zu nutzen, also fürs Menschwerden, wenn man so will. Wir sind natürlich alle Menschen. Aber so diese Dinge, die man einfach fürs tägliche Leben braucht, dass man da Digitalisierung nutzen kann, aber gleichzeitig auch die jungen Leute natürlich auch auf die Digitalisierung, die in der Arbeitswelt auf einen zukommt, auch vorzubereiten. Und das ist eine Riesenherausforderung. Und gerade in der Lehrerschaft, gerade die mein Alter beispielsweise sind als Lehrer, die haben eine Riesenherausforderung, da irgendwie noch mitfolgen zu können. Also die meisten Lehrer, die ich kenne in meinem Alter, die fragen ihre Schüler, wie das denn geht, aber nicht umgedreht. So, und da immer mitzuhalten, ist vielleicht auch gar nicht so einfach. Aber für die Ausbildung der neuen Lehrer, die jetzt alle aus den Hochschulen kommen, da müssen wir viel, viel weiter denken, auch mal ein bisschen um die Ecke denken, wie wir die Leute fit für die Digitalisierung machen können. Dann, ich glaube, das ist die große Herausforderung, die wir haben. Mensch werden auf der einen Seite, kann man viel besser werden, wenn man das auch digital macht, wenn man die Leute lockt, wenn die Spaß haben, wenn die mal spielen, wenn die einfach mal zocken und dadurch aber auch irgendwie Gemeinschaft auf einmal feststellen und nicht nur alleine zocken, sondern in der Schule zocken, wenn da Angebote gemacht werden, auch in der Ganztagsschule. Das ist toll, das ist super, das ist nicht schlimm, das ist gut. Die sollen einfach etwas auch gemeinsam machen. Es ist nur ein anderes gemeinsam. Die laufen nicht mehr wie ich früher irgendwie über eine Koppel irgendwo auf dem Dorf und spielten Fußball, sondern heute ist das eben anders. Und dieses andere einfach anzunehmen und umzusetzen und trotzdem Gemeinschaft zu schaffen, das finde ich, geht immer noch, auch in digitalisierten Zeiten. Ist die Gesellschaft gespalten und welche Spaltung ist die größte? Liegt es an Corona oder liegt es dann doch an dem Mietraum? Oder wo kommt die Spaltung her, wenn es die gibt? Also bei fast 80% Impfquote in der Bundesrepublik ist die Gesellschaft definitiv nicht gespalten, wenn es um Corona geht. Da gibt es sicherlich ein paar abwegige Menschen. Das ist dann eben so, das muss eine Gesellschaft auch ertragen können. Aber da sind wir eigentlich nicht gespalten. Gerade in Schleswig-Holstein nicht, da sind wir ziemlich vernünftig und machen dann auch alles ganz ordentlich. Gespalten sind wir in der Tat, wenn es um die Kohle geht, wenn es wirklich ums Geld geht. Und da kann man sehen, dass
dass Familien, vor allen Dingen finde ich immer Familien, die irgendwo knapp über einer Sozialleistung liegen, aber noch nicht so viel Kohle verdienen, als dass sie sich da immer mal eine Kostensteigerung leisten können. Ja. Die trifft es besonders hart, weil da gibt es nirgendwo Angebote des Staates, der da sagt, Mensch, hier kriegst du eine Erstattung hier oder kriegst du eine Ermäßigung da, sondern die müssen immer voll bezahlen und kriegen auch alle Kosten voll mit. Und da finde ich, da muss man ansetzen, wenn jemand irgendwie seine 15, 1600 Euro verdient, ist das kein Weltgeld. Und trotzdem muss dann irgendwie, wenn man in einer Partnerschaft mit zwei Kindern ist, dann muss man noch der oder die Partnerin da nebenher arbeiten und jobben und mit ein bisschen Kindergeld kraxelt man sich einen ab. Aber man kommt irgendwie nicht auf einen richtig grünen Zweig. Und da finde ich, da müssen wir dann gucken, was belastet die Leute. Das ist Strom, Gas, das sind Benzinkosten, das sind Nebenkosten, das sind die Müllgebühren, das sind die Kindertagesstättengebühren, die Leute mördermäßig überfordern, selbst wo es ja jetzt nur noch knapp unter 200 Euro hier sind. Das ist immer noch viel Geld für diese Familien. Die wissen immer noch nicht, wo sie die Kohle hernehmen sollen. Ja. Und da runter mit diesen Kosten, damit es die Leute besser haben in Schleswig-Holstein. Das finde ich ist das Entscheidende. Kosten für Heizen und Benzin werden natürlich im Klimaschutz wahrscheinlich auch eher größer. Wir leiten jetzt direkt über zur vorletzten Kategorie. Was ist denn die Technik der Zukunft, also die Energiequelle der Zukunft? Ist es das Elektroauto oder ist es Wasserstoff oder was ist für Sie die Energie der Zukunft? Da gibt es natürlich viele Ansätze. Ich bin ja kein Physiker, kann mir also nicht erlauben, mich jetzt hier hinzustellen, zu sagen, ich male mal was auf, so wie Herr Lesch im Fernsehen. Das geht nicht, der hat da mehr Ahnung von. Aber wir können ja schon feststellen, hier bei uns in Schleswig-Holstein mit den erneuerbaren Energien haben wir es ganz gut hingekriegt. Als ich groß wurde, das ist ja nun auch schon ein paar Jahrzehnte her, da hatten wir hier in Nordfriesland 15% Arbeitslosigkeit. Du konntest in der Verwaltung was werden, ein paar Arbeitsplätze gab es da. Du konntest Kfz-Mechaniker werden oder beim Bauern arbeiten. Ansonsten war hier nichts. Hattest du irgendetwas mit Naturwissenschaften drauf, musstest du immer nach Süddeutschland. Ja. Jetzt haben wir Windmühlen, Photovoltaik, Wasserstoff, all das. All diese gewerblichen Dinger laufen jetzt hier. Die Leute finden Arbeit und wir haben auf einmal unter 5% Arbeitslosigkeit bei uns. Also scheint es ja zu funktionieren und die Leute verdienen auf einmal Geld. In den Reußenkögen haben wir das höchste Einkommen pro Person vom Baby bis zum Greis in der gesamten Republik, ja, weil die da ihre Windmühlen stehen haben. Also das ist der richtige Weg, um auch selber Geld zu verdienen, Wirtschaft anzukurbeln, Steuereinnahmen zu generieren. Und da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Das sind ja erstmal nur die ersten Möglichkeiten gewesen, die wir gehabt haben mit Solar und mit Wind. Und das wird auch immer bleiben, das sind im Übrigen ja auch Dinge, die kostenlos zu haben sind. Die Sonne scheint kostenlos und der Wind pustet auch kostenlos. Also das ist nicht das Problem. Aber wir müssen natürlich der großen Herausforderung entgegensehen, wie wir dann auch Wärme produzieren können. Das ist ja die Herausforderung. Derzeit nehmen wir dafür noch Kohlekraftwerke, die sind ja bald hoffentlich abgeschaltet. Dann haben wir noch ein paar Gaskraftwerke. Das wird dann auch noch eine Herausforderung werden, das irgendwann loszuwerden. Und wir haben unsere Gasheizung, die wir haben. Davon wegzukommen, mit Wasserstoff heizen, das geht. Dafür werden die Heizungen dann auch geeignet. Aber eben auch Strom in Gas umzuwandeln, das ist eine große oder in Wasserstoff umzuwandeln, das ist eine große Herausforderung, die wir haben. Und das ist wirklich, das wird eine technische Meisterleistung, das hinzukriegen. Und da müssen wir in Forschung investieren, glaube ich. Weil das wird der Markt alleine nicht lösen können, wie übrigens bei anderen Dingen auch schon. Das war bei den Windmühlen auch schon so, dass erstmal Forschung und Pioniergeist her musste und dann ging es. Und da müssen wir auch ran. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung bei den Häusern und bei der Mobilität sieht es sehr, sehr ähnlich aus. Ich glaube, da werden wir mit Wasserstoff nicht weiterkommen. Da werden wir wahrscheinlich irgendwann auch mal mit Strom fahren müssen. Also nicht die paar Stromer, die wir jetzt haben, sondern alle, die privat fahren. Und dann wird es eine Herausforderung, wie wir das mit der Ladeinfrastruktur hinkriegen. Aber das ist dann etwas, was wir in den nächsten 10, 15 Jahren irgendwie auch gelöst haben müssen. Eine Idee, die auch immer wieder diskutiert wird, ist ja auch, ob der Nahverkehr kostenlos gemacht werden soll. Wie stehen Sie dazu? Ist das eine Variante, um die Menschen vom Auto auf den Bus zu kriegen? Also bei ÖPNV gibt es eigentlich zwei Dinge. Erstens tatsächlich am liebsten kostenlos. Weil wenn es mich nichts kostet und ich muss mit dem Auto irgendwo hinfahren, das kostet mich was, dann nehme ich lieber die preiswerte oder die kostenlose Variante. Ich glaube schon, dass das eine Auswirkung hätte. Aber wichtig wäre ja auch, dass es auch genügend Verbindung gibt. Wenn man in Kiel, in Lübeck, in Hamburg oder in einer anderen Großstadt lebt,
dann kann man da ständig mit dem Bus fahren, der fährt alle 10 Minuten und alles ist gut. Wenn ich von Husum nach Ostenfeld fahren will, dann fährt der Bus eben nur morgens, mittags und abends. Das reicht dann nicht. So, ja. Und das hinzukriegen, glaube ich, ist schwierig. Da gibt es die Möglichkeit, auch mit Sammeltaxis zu arbeiten. Aber wir werden im ländlichen Bereich auch immer auf einzelne Mobilität eben auch angewiesen sein. Sprich, also das berühmte Auto, jetzt noch mit Benzin, vielleicht irgendwann mal mit Gas, Wasserstoff, vielleicht auch irgendwann mal alle mit Strom. Das muss man dann sehen, aber sowas wird es immer noch geben müssen. Und da muss man eben auch Lösungen finden, wie man es hinkriegt, dass auch deren Kosten sich nicht irgendwie durch die Decke bewegen. Das ist ja auch wieder ganz wichtig. Wenn ich den Städtern den kostenlosen ÖPNV gebe, aber dem ländlichen Bereich, weil da sagt, du musst fürs Autofahren bezahlen, ist das ja auch nicht gerecht. Also da muss man gucken, wie man da die Entwicklung hinkriegt. Aber vom Grundsatz her auch Mobilität so günstig wie möglich zu machen und im Zweifel auch kostenlos zu machen, ist, glaube ich, der richtige Weg, weil das hilft einfach den Menschen einfach mit ihrem Leben besser klarzukommen. Dann kommen wir nun zum letzten Themenkategorie. Ein Thema, das uns seit 2 Jahren beschäftigt, die Corona-Politik. Wir werden es nur relativ kurz anschneiden, weil dieses Video wird 2 Monate nach dem Dreh jetzt hier veröffentlicht erst. Nur eine Sache, was können wir aus der Pandemie lernen für die Zukunft? Also wir können lernen, dass es klug war, in der heißen Phase der Corona-Zeit auf die Wissenschaft zu hören. Das haben wir zumindest in Schleswig-Holstein gemacht. Es war klug, auch etwas gemeinsam zu machen. Regierungen und Opposition haben Dinge gemeinsam beschlossen und damit auch den Leuten gezeigt, pass auf, wir halten zusammen, wir müssen alle zusammenhalten. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und als dritter Punkt würde ich sagen, die Corona-Pandemie an sich, glaube ich, hat dazu geführt, dass die Menschen gelernt haben oder mehr gelernt haben, dass wir doch auch als Gesellschaft angreifbar sind. Angreifbar in dem Sinne, dass da mal was passieren kann, was uns irgendwie völlig durcheinander bringt. Das letzte Mal, da können Sie sich nicht dran erinnern, war das für mich die Schneekatastrophe Ende der 70er Jahre, wo überall Strom ausfiel, wo auf einmal Katastrophe war, wo man nicht von A nach B kommen konnte, weil alles zugeschneit war. Das war eine Katastrophe und da merkte man, oh, jetzt müssen wir hier in Gemeinsamkeit irgendwas hinkriegen. Und ich finde, die Corona-Pandemie war sehr, sehr ähnlich, wobei die Auswirkungen da fand ich ja noch schrecklicher waren, weil dann einfach unheimlich viele Menschen auch leider ihr Leben lassen mussten oder auf jetzt eine schlechte Gesundheit haben. Aber ich glaube, das ist eine Lehre, wenn wieder mal so etwas kommt, dass man dann gleich, sag ich mal, die Hacken zusammenschlägt und sagt, gemeinsam machen wir und wir stellen uns darauf ein und wir ziehen es sofort durch, damit Schaden von der Gesellschaft abgehalten wird. Wenn dieses Video veröffentlicht wird, sind wir schon im April. Hoffentlich mit einer besseren Corona-Lage dann. Was machen Sie gerade? Sind Sie mitten im Wahlkampf, denke ich mal dann? Dann bin ich mitten im Wahlkampf, dann fahre ich von Veranstaltung zu Veranstaltung. Das fängt jetzt so im März spätestens an. Das merke ich an meinem Kalender, da fühlt sich doch sehr merklich. Jetzt haben wir in Anführungsstrichen zum Glück Corona. Da sind nicht so viele Veranstaltungen, weil die Leute einfach keinen Saal mieten können oder Leute rein tun können. Das kommt natürlich. Es wird dann auch so sein, dass man natürlich auf einen Straßenwahlkampf macht, auf Wahlkampfständen ist, mit den Menschen spricht. Ich weiß auch, dass ich dann wieder häufiger, noch häufiger als ohnehin schon, im Supermarkt angesprochen werde, beim Fußballgucken angesprochen werde. Das gehört damit zu. Ja, und dann wird man irgendwann mal sagen, so alles das, was man an Antworten gibt, hat man schon 100-mal gemacht oder 150 Mal gemacht und dann ist man froh, wenn irgendwann der 8. Mai kommt und dann da ein Strich drunter gezogen wird und wenn dann der SSW ein gutes Wahlergebnis hat, dann bin ich richtig froh. Was wäre denn für Sie ein gutes Wahlergebnis? Also ein gutes Wahlergebnis ist immer das, was besser ist als beim letzten Mal. Da hatten wir 3,3%, das war eine mittelmäßige Wahl. Wenn das ein bisschen besser wäre, irgendwo so um die 4%, das wäre schon eine tolle Sache. Und noch mehr ist natürlich auch klasse. Also von mir aus darf das auch gerne noch mehr sein. Dann beenden wir jetzt mit der Frage, ich wünsche mir für Schleswig-Holstein. Ich wünsche mir für Schleswig-Holstein, dass wir weiterhin eine so große Gemeinsamkeit in unserer Gesellschaft hier in Schleswig-Holstein haben, dass die Leute Spaß miteinander haben und dass wir vor allen Dingen dann eben auch in diesem Jahr einen richtig schönen, warmen, gemütlichen Sommer kriegen und alle schön in Nord- und Ostsee und in unseren Seen und Flüssen baden können. Dann danke ich Lars Harms fürs Interview und wünsche Ihnen viel Erfolg beim Wahlkampf. Ja, vielen Dank.